Mein Name ist Pospich, Hans Pospich von der Pospich Filmproduktion. Ich möchte sagen, ich bin noch vor Stalingrad geboren, habe eine lückenlose Kindheit hinter mich gebracht. Haben Sie schon mal überlegt, mit Ihrer Filmerei ein bisschen Geld zu verdienen? Nein, das ist ja sagenhaft. Willst du jetzt wirklich einen Film über Hitler machen? Nein, ich nicht, aber wir. Da kann ich mir aber gleich die Kugel geben. So ein Blödsinn, so ein Schmarrn. Was hast denn du in der Schule über Adolf Hitler gelernt? War der jetzt für die Nazis oder gegen die Nazis? Na, was soll ich sagen? Ich bin ein Vollamateur. Stopp! Aus! Das hab ich doch gesagt! Was Sie gesagt haben, das sag immer noch ich. Wir Filmer, wir brauchen nicht viel. Wir brauchen ein bisschen Vision, ein bisschen Utopie. Ich will, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Ja, das ist... Das geht. Wunderbar. Ja, such sie als Gelb ist großartig. Du hast doch mit dem Film bis jetzt noch nie ein großes Geld verdient, oder? Wenn man so ausdrückt, dann ist das präzise. An welche Szenen werden da so gedacht? Da, wo die Blonde vergiftet wird mit Ziankali. Das ist cineastisches Harakiri. Sogar Kampfhunde werden gecastet. Das ist ein leichtes Missverständnis. Lupo ist eine so starke Persönlichkeit. Er spielt ihnen jeden Schäferhund. Wo ist jetzt der Wagner? Ja, der kommt nicht, der hat die Scheißerei. Das ist ja immer eine Scheißerei mit diesem Wagner. Der ist lustig, den kenn ich. Ja, dann bräuchte ich heute jetzt nur noch meinen Text. Na, hab ich Ihnen einen Text gegeben? Na? Nein, der Bohrmann halt's mal. Und Action! Prinzregententorte. Die bin ich.